Ja. Heute schauen wir uns das Painama-Kaffee südlich von Chompei an. Dieses Kaffee hatten wir vor ein paar Jahren schon mal kurz nach der Eröffnung besucht. Und wir haben festgestellt, dass da in letzter Zeit im Außenbereich es viele Veränderungen gab. Und die haben wir uns nochmal angeschaut. Rauchen kann hier teuer werden, ist nicht erlaubt. Und hier sieht man schon den Außenbereich von der Terrasse aus. Und es hat sich sehr viel getan, muss ich sagen. Hier gleich im Eingangsbereich hat man die Möglichkeit, die Hände zu waschen. Die Terrasse hat diverse Tische und Stühle. Und man kann hier auch an Stühlen an der Geländer sitzen und dann sich die grünen Reisfelder, insofern sie denn grün sind, sich angucken. Der Turm, der da steht in Bildmitte, der war schon von Anfang an da, aber hier hat sich dann doch einiges getan. Wir haben uns erstmal zu Anfang ein Stück Kuchen gegönnt. Und dann haben wir uns den Außenbereich angeguckt. Da sieht man auch die ausgekreuzten Plätze wegen der Pandemie. Gibt es denn so eine Art Lümmelwiesen, also eine Netze, da kann man sich reinlegen. Was in Thailand ja wohl sehr beliebt ist. Und hier ist eine kleine Bühne, da spielt dann wohl ab und zu mal ein Musiker Live-Musik. Da die Fontänen, die waren damals noch nicht drin. Ha, der Großvater oder der Großelternbaum. Da hat man einige Großeltern hingehängt. Finde ich ganz lustig. Hier sieht man diese Sitzmöglichkeiten, überdachten Sitzmöglichkeiten von der Rückseite. Die Springbrunnen, die Fontänen waren damals auch noch nicht drin. Und hier ist erstmal Schluss mit der Gastronomie. Also Fischnetze. Hier kann man so im Thai-Style sitzen, da kann man noch unten die Füße durchhängen lassen bei einigen. Hier nochmal ein größerer mit zwei Tischen, größere Laube. Das ist neu, das Gebäude oder der Bungalow stand damals nicht. Kann man unten sitzen, auch wieder mit diesen obligatorischen Lümmelnetzen. Und man kann dann hier schön den Ausblick genießen, während man hier ist. Gucken wir uns mal oben um, aber hier hat man natürlich einen besseren Überblick, aber da waren noch keine Tische oder wieder keine Tische, die hat man weggeräumt, vielleicht möchte man da den Fußbodenbelag erneuern. Als wir da waren, war da oben nichts zum Sitzen. Hat man eine kleine Brücke gebaut, dann kommt man dann zu den nächsten Hütten oder Bungalows, weiß ich wie man das nennen will. Und von da aus kommt man dann zu dem Aussichtsturm. Hier sieht man diese überdachten
Fische da oder Hütten von vorne, die Front. Hier ist der Karriereleiter, die dann abrupt endet, oder Stairway to Heaven, kann man ja auch sagen. Aber jetzt ist noch nicht so doll. War gerade erst gepflanzt worden. Noch ein bisschen warten, dann da vielleicht noch schöner aus. Mal ein Reisbauer auf dem Weg zur Arbeit. Hier ist es von oben vom Turm aus. Die Aussicht ist nicht viel anders wie die Plattform, die wir vorher besucht haben. Tag hatten wir teilweise schönen Sonnenschein mit Wolken. Hier ist das Wahrzeichen von Champère, die Eule. Nochmal eine und weiter links war es dann noch eine. Die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Aber man sieht da schon im Hintergrund, es sind Wolken aufgezogen. Zum Schluss des Tages hatten wir nachher Starkregen gehabt. Aber dazu später. Hier ist nochmal eine Plattform mit Sitzmöglichkeit, wo man sich da ja, fotografieren lassen kann oder wie meine Frau jetzt Videoaufnahmen. Dann ist da noch so eine Art Hängematte. Die Plattform mit angeschlossener Sitzmöglichkeit war damals auch schon. Der Reisbauer hat ein großes Geisterrädchen gebaut. Und hier sind wir im Terrassenbereich hinter dem Restaurant. Hat man noch so eine Schutzwand da aufgestellt, zum geschmückt, dass man die fotografieren kann. Ein Fahrrad, ein älteres Modell, nicht mehr betriebsfähig, hat man auch hingestellt. Und das ist die Rückseite von der Gaststätte, der Terrassenbereich und den Lümmelnetzen. Jetzt schauen wir uns mal drinnen um. Ich habe da nicht festgestellt, dass sie da drinnen was verändert hat. Sieht nicht schlechter aus wie vorher, aber es hat sie da nicht verändert. Immobiliar alles dasselbe noch. Hier hat man draußen ein paar Wasserbüffel am Eingang gestellt. Und dann haben wir etwas gegessen, geniert. Meine Frau und ich, jeder was anderes gegessen. Das ist die Rechnung, was wir bezahlt haben. Und ich bin der Meinung, war das Geld wert. War sehr gutes Essen. Der Kaffee war auch gut. Hier sieht der Regen auf. Die Wolken haben wir ja schon vorher bei den Drohnenaufnahmen aufziehen sehen. Und dann ging es so richtig los. Zeige ich euch mal, wie der Regen bzw. die Wolken den ganzen Berg verschlingen. Der immerhin laut Google Earth 800 Meter rein hoch sein soll an der höchsten Stelle. Und dann da alles verschwunden. Nichts mehr, denn die Wolken hängen noch sehr tief. Und dann nochmal hier kurze Aufnahmen, noch bei Sonnenschein. Ein Rundblick über den Isan. Das war's dann mal wieder für heute, liebe Leute. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Am besten abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Dieter.